Habt ihr euch schon einmal überlegt, ein Buch zu schreiben? Habt ihr vielleicht eine spannende Story, aber würdet nicht wissen, wie ihr anfangt? Da habe ich heute zwei Leute im Studio, die euch damit helfen könnten. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Brewkasten Talk. Es gibt ein neues Startup und dieses Startup heißt Savara. Ich freue mich sehr, dass ich heute im Studio begrüßen darf den Ivan Topic, CEO und Co-Founder. Danke, dass du dabei hast. Hallo und herzlich willkommen. Und den Florian Wimmer, bekannt von Blockbit als CEO, aber heute als Founding Angel und als Investor und Advisor mit dabei. Hallo Florian. Hallo, wie immer eine Freude. Danke euch. Fangen wir doch gleich einmal an, Ivan. Wie ist es denn zur Gründung eurer Startups gekommen? Boah, ich hole ein bisschen aus. Grundsätzlich die Idee, ein Bücher zu schreiben, war für mich ja schon sehr, sehr lange da. Ich habe immer gerne geschrieben und habe dann eben den Gedanken gehabt, okay, ich schreibe tatsächlich mein eigenes Buch, bin in einen Verlag gekommen und war da eigentlich sehr unzufrieden mit dem, was mir gegeben wurde. Dann habe ich begonnen, andere zu unterstützen, dabei ihr eigenes Buch zu schreiben, von der Idee quasi bis zur fertigen Vermarktung. Aber es hat mir immer noch ein kleiner Funke gefehlt, so wie kann ich wirklich jemanden wie den Florian zum Beispiel dabei überzeugen, sein eigenes Buch zu schreiben. Und in dem Moment war ich dann tatsächlich so bei sehr vielen Events und bei einem dieser Events hat der Florian vorgetragen und gesagt, es gibt die Möglichkeit eigentlich in alles Mögliche zu investieren. Du kannst sogar in einem Zahnarztsessel, glaube ich, investieren und dich langfristig dabei beteiligen. Irgend so eine Idee war das. Aber für mich war genau der Punkt einfach ausschlaggebend, ihn zu folgen und tatsächlich mit ihm zu sprechen und ihm diese Idee zu pitchen. Ich möchte Bücher investierbar machen. Ich möchte Autorinnen und Autoren investierbar machen und das ist im Endeffekt die Gründung von Savara vor 1,5 Jahren ungefähr gewesen. Florian, was hat dich überzeugt an der Idee? Also wir sind ja eine tokenisierte Aktiengesellschaft und das war, wir haben ja auch damals 2019 diesen ersten Security Token Offering gemacht. Nicht die klassische VC-Runde, sondern wir haben damals von 55 Privatinvestoren Geld aufgenommen in ein Wertpapier und das war für uns eigentlich eine der besten Entscheidungen. Ich hatte 55 wirklich tolle Personen, die mich unterstützt haben, die Know-how mitgebracht haben, die ein Netzwerk mitgebracht haben. Und das war auch so diese Idee, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich super. Ja, desto mehr Investoren ich habe, desto besser ist es für mich als Unternehmen, weil die laufen draußen rum und erzählen tolle Sachen über mich. Und wie mir da eben dann die Idee gepitcht hat, mit Büchern das zu machen, war das für mich eigentlich so, ja, das macht absolut Sinn. Das macht für mich absolut Sinn. Ich persönlich natürlich auch schon mal den Gedanken gespielt, um ein Buch zu schreiben. Ich glaube, jeder, der ein Startup gründet, sagt irgendwann mal so, boah, das muss ich irgendwann mal ein Buch drüber schreiben, das glaubt mir sonst keiner. Und tatsächlich haben wir jetzt auch vor kurzem ein gemeinsames Buch rausgebracht und da habe ich den Ivan noch kennengelernt, wie er schreibt und wie er das Ganze handhabt und da habe ich gedacht, da will ich dabei sein. Dann wären wir doch einmal konkret, Ivan, wie funktioniert die Plattform genau? Plattform ist einfach, du bist Autor und möchtest dein eigenes Buch rausbringen. Du hast deine eigenen Community, deine eigenen Menschen, denen du vertraust, Menschen, die du gut kennst. Und bei uns auf der Plattform geben wir dir die Möglichkeit, diese Menschen vorab abzuholen und ihnen die Möglichkeit geben, in dein Buch zu investieren. Sagen wir, du bekommst jetzt nicht alle zusammen, haben wir trotzdem noch genügend Leute im Hintergrund, weil wir sehr viele Leute auf eine Plattform bringen, die vielleicht trotzdem in dein Buch investieren wollen. Und so finanzierst du dir dein Buch. Dann kann dein Buch geschrieben werden. Derweil ist in nur 4 Stunden für dich ungefähr vergangen. Nach diesen 4 Stunden, das Buch ist investiert, geben wir der Community die Möglichkeit, deinen Fans quasi, dass sie in dein Buch eigentlich im Vorverkauf erhalten. Das heißt, sie können das E-Buch bestellen, sie können das Buch vorab bestellen und bekommen alles aber auch vorab, noch bevor es tatsächlich dann im Buchhandel, bei Amazon und so weiter überhaupt gelistet ist. Das war's. Und das heißt, nur um es richtig zu verstehen, ich muss das Buch nicht selber schreiben. Da unterstütze ich. Du musst es nicht selbst schreiben. Wir wollen dir helfen, weil du hast dein Hauptbusiness, du hast dein Hauptgeschäft, auf das du dich fokussieren sollst. Wir wollen dir nur helfen, quasi dein Buch dann zu schreiben. Wir wollen deine Ideen, deine Geschichten mit dir gemeinsam zu einem Buch formen, damit du wirklich deinem Geschäft nachgehen kannst und es nutzen kannst. Wie schauen da die konkreten Schritte aus dann, wenn ich zu euch komme und von euch unterstützt werde? Wir haben einen ersten Workshop. In diesem Workshop kommt schon mal ein erstes Team zusammen. Das ist ein Team von bis zu 7 Personen. Kameraleute, da ist ein Grafiker dabei, da sind tatsächlich dann auch schon die ersten Ghostwriter dabei, damit sie dich kennenlernen. Ich bin dabei. Wir führen ein gemeinsames Gespräch und in diesem gesamten Gespräch wollen wir einmal eine Leseprobe von deinen Geschichten erstellen. Wir wollen Cover erstellen und im nächsten Schritt dann, wenn das Buch dann finanziert ist, erst dann setzt du dich wirklich sehr, sehr intensiv mit uns zusammen. Wir stellen dir sehr, sehr viele persönliche Fragen auch, weil du sollst uns wirklich deine Geschichten erzählen, damit wir dein Buch dann noch genau mit deiner Stimme
niederschreiben können und dann sind ständige Reviews dabei und in diesen Reviews kannst du immer noch Kleinigkeiten ausbessern, sagen, das hätte ich gern mehr, das hätte ich gern weniger und vielleicht fallen dir sogar noch ein paar extra Geschichten ein, wo du sagst, diese Geschichte ist jetzt neu und die ist aktuell und die möchte ich weiter einbauen. Es ist dein Buch, wir helfen dir nur dabei. Florian, Ivan hat jetzt beschrieben, wie es autorenseitig läuft. Wie läuft es denn investorenseitig? Hat er schon ganz kurz eingeleitet, du kommst auf diese Plattform und das Spannende und das ist auch das, was mich überzeugt hat, wie gesagt, das Geschäftsmodell ist einfach genial. Es gibt eigentlich nur 100 Tickets pro Buch. Ja? Also in dem Fall sind es keine Tickets, sondern es sind Bücher, aber Special Hardcover Bücher, die auch noch ein bisschen besonders aussehen, also wirklich Limited Editions und die im Hintergrund ein Recht verbriefen im Sinne eines Wertpapiers, wo du dann beteiligt bist an 25% des gesamten Future Profits dieses Buchs. Und ich kann mir jetzt eines dieser Bücher kaufen, ich kann mir mehrere dieser Bücher kaufen. Idealerweise verteilt sich es natürlich so gut wie möglich, aber es gibt nur 100. Und von diesen 100, die werden einen Stückpreis haben von 250 Euro, mit den 25.000 Euro ist das gesamte Buchprojekt finanziert. Also das Risiko für den Autor, das finanzielle Risiko ist draußen, das Risiko für Savara als Dienstleister ist draußen, das Risiko wird dann getragen von den Investoren, von der Community mit 250 Euro pro Buch. Klingt jetzt so nicht viel, aber natürlich gesamt ermöglicht das so ein Buchprojekt. Und ab dann, ich glaube, wir haben es mal ausgerechnet, wenn 5.000 deiner Bücher verkauft werden, sind die Investoren schon alle im Gewinn und ab dann wird es noch interessanter, was das Ganze abwerfen kann. Das sind wir ja schon fast beim Geschäftsmodell. Wie funktioniert das Geschäftsmodell für Savara? Also grundsätzlich diese 25.000 Euro, die eingenommen werden, werden mal Savara als Budget zur Verfügung gestellt, um die Dienstleistungen zu bezahlen. Da kommt man, ich glaube, wie viele Seiten hat so ein Buch? 150 Seiten Buch? Also wirklich, wir kommen bis zu 200 Seiten tatsächlich damit. Genau, da wird angefangen zu starten, ja, und im Endeffekt nimmt Savara natürlich auch von deinem Bucherfolg wie ein traditioneller Verlag auch einen Anteil, aber der ist in dem Fall nur 25%. Ich glaube, traditionelle Verlage nehmen gerne mal 90%, du hast da mehr Erfahrung. So einen traditionellen Verlag bekommst du bei einem gedruckten Buch zwischen 10% und 15%. Das ist schon wahnsinnig viel, wenn du bei 15% bist, 10% ist so quasi die Norm. Und bei uns quasi vom Gewinn, der überbleibt, bekommt der Autor 50%, 25%, wie schon erwähnt, bekommen die Investoren aufgeteilt und nur 25% des Gewinns bleiben tatsächlich dann bei uns. Und das ist der einzige Teil, den wir behalten für das, dass wir im Endeffekt die Plattform zur Verfügung stellen und versuchen wirklich auch die Bücher vorab alle zu drucken, mit Buchhandlungen zu kommunizieren, all das aufzubauen, damit das Buch einfach die Leserinnen und Leser überhaupt erreichen kann, weil das ist das Ziel. Im Endeffekt, du willst ja mit deinem Buch deine Leserinnen und Leser erreichen. Und dabei helfen dir genauso, nicht nur du, sondern auch wir. Ja. Wie weit seid ihr aktuell? Wann startet die Plattform? Wie ist das Team aktuell aufgestellt? Die Plattform startet im Oktober. Das Team aufgestellt und Florian habt ihr jetzt schon kennengelernt. Eine ganz, ganz wichtige Person ist der ehemalige CPO von Blocktrade, Konstantin Horeshi. Dann haben wir noch dabei den Oliver Stauber als ehemaliges CLO von Bitbanner, der uns den gesamten Legal-Teil im Endeffekt abnimmt und wahnsinnig gut ist in dem, was er macht. Wir haben den Daniel Schmölzer, der als sehr junger Unternehmer sehr, sehr viel Know-how mitbringt, aber auch eine komplett andere Perspektive, die uns ganz, ganz wichtig ist, weil das ist auch eine Zielgruppe, die in Zukunft immer wichtiger wird. Und dann haben wir auch noch zusätzlich den Bernd Schirnhofer, der mit seinem gesamten Netzwerk nicht nur als Advisor einfach dabei ist, sondern auch wirklich als Investor ganz, ganz viel mitgeben kann. Ihr habt da einige Founding Investoren dabei, aber grundsätzlich ist euer Plan jetzt zu bootstrappen. Genau. Also unser Plan ist das Ganze zu bootstrappen, weil, und wir haben das über 1,5 Jahre geplant. Wir haben ein Konzept entworfen, das im Endeffekt kaum Kosten hat. Wir haben jetzt tatsächlich die Kosten noch weiter reduzieren können, dank dem Konstantin auch, dass wir wirklich hier bei einem Punkt sind, ein Produkt zu entwickeln, das uns fast nichts kostet und gleichzeitig aber vom ersten Tag an profitabel ist. Das Einzige, was wir brauchen, ist wirklich dieses Knowledge, das wir vorher einfach wirklich mit aufgebaut haben. Und da haben wir sehr viel Zeit hineingesteckt. Florian, du bist ja einer der bekanntesten Personen der österreichischen Kryptoszene. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und es sind auch einige andere bekannte Namen dabei. Dennoch setzt ihr jetzt den Krypto, der Anspruch nicht in den Vordergrund oder verwendet auch den Begriff nicht wirklich. Ist das eine bewusste Entscheidung?
Also grundsätzlich ist natürlich das Investment-Thema ein großes bei Savara. Und ich komme aus der Kryptobranche, das hat man natürlich auch Gedanken gehabt, wie passt das zusammen. Grundsätzlich ist aber die breite Masse die Zielgruppe und es benötigt keine Blockchain im Hintergrund, um zu investieren. Tatsächlich handhabt der Partner Conda im Hintergrund technisch diese gesamte Thematik mit den Wertpapieren. Und es wird natürlich schon irgendwann mal auch spannend, vielleicht diese Anteilsscheine, die man dann hat am Bucherfolg, handelbar zu machen. Ivan hat mir eine Geschichte erzählt, ein Buch, das vor 20 Jahren rausgekommen ist, First Editions werden für 20.000 Euro noch gehandelt, Sekundärmarkt. Sowas könnte natürlich auch spannend sein, wenn sich ein neuer Top-Autor mal etabliert, der vielleicht sein erstes Buch auf Savara damals gelauncht hat und ich habe eines dieser 100 Bücher, die am Profit beteiligen. Und ich möchte das vielleicht irgendwann mal verkaufen. Das wird auch, ich sag mal, in nicht jetzt am Anfang, aber in den nächsten ein, zwei Jahren sicher ein Thema sein, das man ermöglichen will. Das ist etwas, was ihr eigentlich anstrebt in einer weiteren Ausbaustufe. Genau. Ivan, jetzt haben wir von in ein, zwei Jahren in die Zukunft geredet. Was kommt denn im nächsten Jahr auf uns zu? Ich würde mal sagen, was kommt in den nächsten Monaten auf uns zu? Wir haben ja quasi schon Projekte, Buchprojekte, die eigentlich fertig sind. Also diese Buchprojekte sind die ersten, die gelistet werden auf Savara. Und ich werde nicht zu viel verraten, aber wir haben im Endeffekt schon eine Warteliste von 50 Autorinnen und Autoren. Und von diesen Autorinnen und Autoren wird es einzelne geben, die tatsächlich, und da werden wir auch nicht sagen, wer das ist, aber ein paar Bücher, die schon vor Weihnachten fertig gemacht werden sollen, die vor Weihnachten tatsächlich dann nur an die Personen geschickt werden sollen, die über Savara direkt im Vorverkauf eigentlich das Buch gekauft haben. Das werden die einzigen sein, die das bekommen. Alle anderen bekommen die Bücher erst auch ein paar Monate später. Und das ist halt unser Vorteil, den wir haben. Wir können wirklich schnell arbeiten und wir können unseren Autorinnen und Autoren einen Service bieten, den sie sonst so nicht bekommen würden. Mhm. Du wirst jetzt natürlich keine Namen nennen, aber aus welchen Bereichen kommen denn die Autoren oder was kann man sich da vorstellen? Boah, also wir haben einige Unternehmerinnen und Unternehmer, wir haben Musikerinnen und Musiker, wir haben Künstler, wir haben Sportler. Also wir haben eine sehr, sehr große Bandbreite an Persönlichkeiten, weil aus meiner Sicht hat jede Person eine wahnsinnig spannende Geschichte und ich sage mal, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer haben oft so spannende Geschichten, die nicht nur sie selbst inspirieren, vor allem aber andere inspirieren. Und die will ich halt eben mit diesem gesamten Konzept eigentlich abholen und diese Geschichte noch weitererzählen. Da kann man sagen, es ist schon auch der Anspruch, einfach Leute anzusprechen, die sonst auch gar kein Buch schreiben würden, aber eine spannende Story haben. Genau. Okay, wunderbar. Abschließend, Florian, ich würde noch kurz zu dir kommen. Was tut sich denn bei Blockbit, beziehungsweise was tut sich bei dir als Investor? Immer viel, ja, kann man auch immer sagen. Blockbit, wir feiern gerade unseren 7. Jahrestag, also inzwischen gibt es uns schon 7 Jahre und wird sehr spannend jetzt natürlich für uns immer gegen Ende des Jahres, 4. Quartal steht bevor, das ist bei uns immer das stärkste Quartal. Ende der Steuerjahres. Wir haben natürlich auch wieder diesen 4-Jahres-Zyklus in Krypto, jeder ist schon gespannt. Wiederholt sich das, geht es dann wieder so ab Oktober rauf, Präsidentschaftswahlen. Wir starten in den italienischen Markt mit 1. September, also der 10. Markt, in dem wir jetzt tätig sind. Es tut sich also wirklich viel und es entwickelt sich alles wirklich in diese Richtung, wie wir es uns natürlich immer schneller gewünscht haben, aber wir sind jetzt dort, wo es spannend wird, ja, definitiv. Klingt spannend, ich hoffe, du hältst uns da auch am Laufenden. Auf jeden Fall einmal vielen Dank für den Besuch ins Studio an dich und Ivan auch an dich. Viel Erfolg euch beiden natürlich mit Savara. Wir sind gespannt, was dann auch auf uns zukommt und im Oktober geht es ja dann los mit dem Launch der Plattform. Wir werden da natürlich ausführlich darüber berichten. Danke euch. Danke dir. Danke auch an euch fürs Dabeisein. Das war Savara. Heute ein neues Startup, das ganz neue Möglichkeiten bietet, wie man Bücher schreiben kann. Was denkt ihr drüber? Schreibt es in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.